Der ehemalige Patient Kurt Busch erscheint in der Hochlandklinik. Er möchte, dass seine komplette Patientenakte gelöscht wird. Die Löschung soll seine insgesamt 3 Klinikaufenthalte umfassen. Die Mitarbeiterin nimmt das Anliegen zur Kenntnis und prüft die Anfrage auf Berechtigung und widersprechende Anforderungen. Dazu greift sie auf die hausinterne Arbeitsanweisung zurück. Unterstützt wird sie bei der Prüfung durch den Datenschutzbeauftragten Herrn Schubert und den verantwortlichen Arzt. Mithilfe einer Checkliste werden potenzielle Hinderungsgründe geprüft. Im vorliegenden Fall kann die gesamte Patientenakte gelöscht werden, denn der letzte Krankenhausaufenthalt liegt 12 Jahre zurück und Herr Busch war weder auf der Entbindungsabteilung noch in Strahlenbehandlung. Auch eine Löschung einzelner Fälle wäre möglich. Die Mitarbeiterin stößt den Löschvorgang an. Extern angebundene digitale Systeme, aber zum Beispiel auch ein Papierarchiv, werden über den Löschauftrag benachrichtigt. Die Klinik ist verantwortlich, dass die Löschung an allen Orten vorgenommen wird. Die Aktionen werden protokolliert und sind auditierbar. Kurt Busch wird innerhalb von 30 Tagen von der Löschung unterrichtet.